Hallo und guten Morgen. Heute bei uns im Morgenkreis dreht sich alles um die vier Jahreszeiten. Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Morgenkreis. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und bevor wir richtig loslegen, wollen wir erstmal unser Begrüßungslied singen. 1, 2, 3. Wir wollen uns begrüßen und winken uns dazu und winken uns dazu. Wir klatschen in die Hände und rufen laut Hallo. Wir wollen uns begrüßen und winken uns dazu und winken uns dazu. Wir klatschen in die Hände und rufen laut Hallo. Ja, ihr habt ja schon gehört, heute dreht sich bei uns alles um die vier Jahreszeiten. Die nennen sich Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und was in den Jahreszeiten passiert, das hört ihr in dem Lied, in dem folgenden Lied. Hört mal gut zu. 1, 2, 3. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee. Der Herbst bringt die Trauben, der Winter den Schnee. Das können wir nochmal singen. Und jetzt könnt ihr bestimmt schon ein bisschen mitsingen. Auf die Plätze, fertig, los! Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee. Der Herbst bringt die Trauben, der Winter den Schnee. So, und jetzt dürft ihr mitkommen zu mir an den Basteltisch. Ich zeige euch was Tolles. So, schön, dass ihr bei mir am Basteltisch seid. Heute basteln wir einen Jahreszeitenbaum. Und dafür brauchen wir auch gar nicht so viele Sachen. Wir brauchen einmal einen ausgedruckten Baum, den wir dann danach mit der Schere ausschneiden. Dann brauchen wir einen Schwamm und Wasserfarben und natürlich Wasser. Und natürlich noch ein weiteres Blatt, auf dem wir nachher unser Bild malen. Also fangen wir an mit Ausschneiden. Dafür könnt ihr ruhig eure Eltern im Rat fragen, denn das ist ganz schön schwierig, so einen Baum auszuschneiden. Vielleicht können das aber auch eure großen Geschwister machen. So, fertig. Ihr seht, das muss auch gar nicht so perfekt sein. Hauptsache, wir können jetzt darüber stempeln über den Baum. So, also ein bisschen platt drücken. Dann machen wir den Schwamm ein bisschen nass. Und dann brauchen wir die braune Farbe. Schön rühren, damit auch richtig viel Farbe am Schwämmchen ist. Und dann wird gestempelt. Und dabei ist ganz wichtig, dass ihr immer nur von oben nach unten stempelt, weil sonst verschmiert ihr die ganze Farbe gleich unter dem Papier. So. Das ist Schritt 1. Das lassen wir jetzt trocknen und in der Zeit können wir ein bisschen spielen gehen. So, unser Baum ist getrocknet und jetzt kann es weitergehen. Wir brauchen dafür unseren Baum. Dann habe ich Wattestäbchen genommen und die zusammengebunden mit einem Zopfgummi. Natürlich unsere Wasserfarben, was aber noch besser wäre, wenn ihr Fingerfarbe habt oder sowas. Das habe ich jetzt leider nicht zu Hause, aber das würde noch besser funktionieren. Dann brauchen wir noch einen Pinsel und Wasser und noch ein Schmierblatt, damit wir unser Bild gleich ein bisschen abdecken können.
Und zwar machen wir ja einen Vierjahreszeitenbaum. Ich mache jetzt hier oben in die Ecke einen Frühlingsbaum, da einen Sommerbaum, da einen Herbstbaum und da einen Winterbaum. Dann fangen wir an mit dem Frühling. Wir brauchen ein paar grüne Blätter. Dafür mixe ich die Farbe hier erst noch richtig gut vor, damit ganz viele Bläschen drin sind. So. Und dann nehme ich die Wattestäbchen und dann kann einfach drauf losgetupft werden. Und dann kommt der Sommerbaum. Beim Sommerbaum müssen wir dasselbe machen, nur ganz viel. Noch ein bisschen dunkelgrün dabei. So. Und als nächstes kommt der Herbstbaum. Der Herbstbaum, der hat natürlich orangene Blätter. So. Dann hier wieder abdecken und alles orange tupfen. Dann noch ein bisschen rot. So. Und jetzt malen wir noch ein paar Blümchen an den Frühlingsbaum. Einfach so Punkte machen. Das könnt ihr auch so machen, wie ihr wollt. Vielleicht noch ein paar rote Äpfel an den Sommerbaum. Und im Winter, da hängen keine Blätter im Baum. Der kann einfach so bleiben. Und schon ist unser Jahreszeitenbaum fertig. Und jetzt möchte ich euch noch was ganz Besonderes zeigen. Und zwar haben wir ja letzte Woche am Montag, glaube ich, war das, in dem Morgenkreis über Regenbögen gesprochen und über Farben. Und ich habe ein Bild bekommen von der lieben Finja. Die Finja, die ist 3,5 Jahre alt und hat einen Regenbogen gemalt und ihn sofort ans Fenster gehangen. Hier könnt ihr ihn sehen. Der gefällt mir richtig gut. Und wenn ihr auch eure Sachen, die ihr gebastelt oder gemalt habt, hier in dem Video sehen wollt, dann können eure Eltern die Bilder, die ihr gemalt habt, an die E-Mail-Adresse schicken, die ich unten in die Infobox schreibe. Ich freue mich auf ganz viele Bilder von euch. So, und jetzt geht's weiter mit unserem Morgenkreis. Ui, der Baum ist aber toll geworden. Und jetzt zum Abschluss machen wir noch ein Fingerspiel. Ein Fingerspiel über die Jahreszeiten. Dann holt mal eure Hände raus. Im Frühling duften die Blumen gut. Und im Sommer, da trage ich einen Hut. Im Herbst die Blätter fallen. Und der Winter ist ganz kalt. Das gefällt nicht allen. Jede Jahreszeit ist schön, um fröhlich aus dem Haus zu gehen. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und wieder sprechen's alle Kinder. Dann können wir es nochmal machen. Im Frühling duften die Blumen gut. Und im Sommer trage ich einen Hut. Im Herbst die Blätter fallen. Und der Winter ist ganz kalt. Puh. Das gefällt nicht allen. Jede Jahreszeit ist schön, um fröhlich aus dem Haus zu gehen.
Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und nicht nochmal, sprechen es alle Kinder. Und jetzt zum Abschied singen wir noch unser Abschlusslied. Auf die Plätze, fertig, los. Wir sagen jetzt auf Wiedersehen und gehen was Schönes spielen. Das Video, das ist vorbei, doch das mag uns nicht stören. Wir sagen jetzt auf Wiedersehen, auf Wieder, Wieder, Wiedersehen. Wir sehen uns bald schon wieder. Tschüss.